Wir haben heute wieder ein neues Video für euch und zwar ein weihnachtliches BFF Battle. Es ist nicht nur ein BFF Battle, es ist auch noch die Pancake Art Challenge. Deswegen steht auch dieses tolle Crepe-Gerät hier am Start. Ist es noch nicht heiß? Nö, ich habe den Vorheizungsprozess wieder unterbrochen, weil mir eingefallen ist, wir müssen noch unseren Teig einfärben. Es ist warm. Oh, schön. Heute sind nur weihnachtliche Motive erlaubt. Ihr dürft am Ende abstimmen, wer hat's besser gemacht. Entweder Hashtag Team Sarina oder Hashtag Team Vicky. Weißt du schon, was du machst? Weil dementsprechend würden wir die Farben aussuchen. Eine Sache weiß ich schon. Die zweite soll ich mir dann mal überlegen. Welche Farbe brauchst du für deine eine Sache? Kannst du kurz weggucken? Wohin denn? Wie lange? Grün, Rot, Weiß. Du hast wohl was nachgeguckt. Dann lassen wir das Natur. Braun, Rot, Grün. Dann machen wir das so. Und du? Ich weiß meine Motive noch nicht so ganz. Ich glaube, sie will mysteriös bleiben. In echt hat sie einen Plan. Immer so. Nein, diesmal wirklich nicht. Aber ich dachte mir so, oh, der Weihnachtself, der steht vielleicht auf meiner Seite. Wir kommen das schon hin. Wer soll auf deiner Seite stehen? Der Weihnachtself. Wer ist denn der Weihnachtself? Ach, Sarina, du musst noch so viel lernen. Ist das der Weihnachtself? Okay, der ist gruselig, aber wenn er auf meiner Seite ist, habe ich auch kein Problem. Der muss doch hier hin, oder? Wollen wir das wirklich? Elf on the Shelf, er ist auf einem Shelf. Seht ihr das überhaupt? Seine Füße baumeln. Wie intensiv willst du es haben? Aber das ist ja mehr ein Orange. Bist du farbenblind? Schönes, weihnachtliches Hellrot. Noch mehr. Oh, ups, jetzt ist alles rot. Läuft bei dir. Das sieht aus wie ein Blutmassaker. Vielleicht lasse ich einfach dich das machen. Leute, keine Sorge, es ist nur Lebensmittelfarbe. Alles einfach angekleckert. Also ich finde, man erkennt es als rot. Soll ich schon mal eine andere Farbe mischen? Lieber nicht. Du darfst braun machen. Bei braun kann man nicht so viel falsch machen. Hä? Du weißt genau, wonach das aussehen würde, wenn jetzt hier alles braun vollgekleckert wäre, oder? Das ist euch gar nichts. Und wie grün hättest du es gerne? Wie ein schöner Tannenbaum. Ist aber auch kein schönes Braun. Kaffeebraun, würde ich sagen. Also noch ist es Pastell. Und jetzt wird es ganz schön grell. Das wird grinchig. Das sieht ja schrecklich aus. Grün. Sollen wir ein bisschen Braun dazu machen? Soll ich schon anfangen? Der Ort des Geschehens. Möchtest du beginnen? Nee, ich finde, diesmal beginnst du. Welche Farbe brauchst du? Na, dann beginne ich mit Braun. Ich müsste kurz mal googeln. Was googelst du? Braun hätten wir auch einfach verbrennen lassen können. Ich fühle mich jedes Mal wie so ein Chefkoch, wenn ich diese Flasche fülle. Uiuiuiui, hier wird schon ganz schön warm. Ich weiß nicht, ob es die Platte ist oder meine Aufregung. Das ist schon sehr heiß. Okay. Das erkennt keiner. Hey, wer das nicht erkennt, ist doch dumm. Ich erkenne es, ist das süß. Ich habe es schon erkannt. Schnell, ich brauche Weiß. Ich brauche ganz schnell Weiß. Erkennst du jetzt, was es ist? Es sieht furchtbar süß aus. Aber wahrscheinlich wird es gleich verbrannt sein, wenn du so langsam weitermachst. Okay, und jetzt fülle ich aus. Jetzt kriege ich Lust auf Lebkuchen. Wie süß ist das? Du solltest aber lieber Lust auf Pancakes bekommen. Also wenn das gewendet gleich noch genauso süß aussieht, dann hast du hier schon gleich den ersten Platz in der Tasche. Hä? Vielleicht brauchen wir Teller. Ich habe gar keine Teller da. Du musst es jetzt leider auf den Tisch legen. Ist der sauber? Ja. Was haben wir denn zuletzt hier gemacht? Einen Adventskalender gebastelt. Oh, oh. So mittelsauber, würde ich dann sagen. Oh, ist der niedlich. Oh, ich habe nicht mal einen Pfannenwender. Okay, ich hole Pfannenwender und Teller. Oh mein Gott. Ich laufe. Ich laufe. Rekordzeit. Rekordzeit. Pfannenwender. Es raucht schon. Teller, Teller. Weihnachtsteller. Bring den Feuerlöscher mit. Spaß. Ich komme! Die Ränder werden ein bisschen schwarz. Ich komme! Ja! Was ein Stress. Aber es ist noch gar nicht durch. Ist es dein Ernst? Ich kann nicht mehr. Den bekomme ich, weil ich jetzt so gelaufen bin. Ich darf ihn essen. Aber erst nach dem Video. Meinst du, es geht schon? Ich sag gar nichts. Ich bin so aus der Puste. Ich kann nicht mehr. Einmal die Treppe runtergelaufen. Ja, aber wie ein Flitzebogen. Nein, man ist gespannt wie ein Flitzebogen und läuft nicht wie ein Flitzebogen. Ich hab's zerrissen, ich hab's zerrissen. Nein, heile wieder. Ich brauche ein Pflaster oder so. Hey, wie lange dauert das denn jetzt noch? Ja, du solltest dir jetzt bald wenden. Es wird immer schwärzer und schwärzer. Aber in der Mitte ist es noch nicht durch. Schau mal, hast du keinen größeren Pfannenwender? Vielleicht hätten wir da ein bisschen Öl drauf machen sollen. Wieso haben wir heute alles vergessen? Nein, oh nein. Es sieht trotzdem süß aus. Ich hol mal lieber Öl für meinen Pancake. Also die Rückseite zählt, oder? Ja. Hier seht ihr das Ergebnis. Ihr wollt doch bestimmt, dass er bald wieder gesund wird. Dann schwimmt für ihn. Und nicht. Soll ich euch schon sagen, was mein zweites Motiv wird? bin ein bisschen traurig. Glaubst du, es hilft, wenn du ihn schlägst? Ich mache ihn wieder heil, weißt du? So wächst er besser zusammen wieder. Das ist ein trauriger Tag. Es qualmt. Achtung, es qualmt. Ich finde, der ist richtig gut geworden. Ich weiß nicht, warum du heulst. Na, dann zeig mal, was du kannst. Du hast gerade gegoogelt, ich darf jetzt auch googeln. Du hast aber nur 10 Sekunden dafür. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich muss es mir einprägen. Schaffe ich never. Ich habe jetzt schon verloren. Ich weiß, was es wird. Der von SpongeBob. Bitte was? Tatheus. Oh Gott. Oder ein Alien. Oh mein Gott. Jetzt hat sie mehr gekleckert als ich vorher. Das ist ja eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Ich kann einpacken, Leute. Ich kann einpacken. Halt, stopp! Falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht oder noch nicht wisst, was ihr euch alles wünschen könnt, habe ich einfach noch ziemlich coole Tipps. Unsere neuen Bücher aus diesem Jahr. Wir haben dieses Jahr 3 neue Bücher rausgebracht. 3 komplett unterschiedliche. Vielleicht ist es ja was für euch für unterm Weihnachtsbaum. Kochbuch, fluffig, knusprig, bunt, ist voller Rezepte, die richtig viel Spaß machen und die am Ende auch noch schön aussehen. Yummy. Und die sind auch gar nicht so schwer nachzumachen. Dann haben wir noch ein Freundebuch rausgebracht. Meine Herzensmenschen, das kennt vielleicht viele von euch noch gar nicht. Sarita und ich haben da schon eingetragen. Also wenn ihr das kauft, stehen wir da schon ganz vorne drin. Und dann sind noch ganz viele freie Seiten für eure Freunde, die alle unterschiedlich aussehen und die ziemlich coole Punkte haben zum Ausfüllen. Unser Comic Abenteuer vom Rosenhof, der Funkenfels. Darauf sind wir so, so stolz. Das ist unser Herzstück. Das hat uns so Spaß gemacht zu machen. Die Geschichte lieben wir. Es geht um 2 beste Freundinnen, Fina und Melody, die das ein oder andere Abenteuer zusammen erleben. Und wenn ihr das noch nicht kennt, würden wir uns so, so freuen, wenn ihr euch das mal anguckt. Alle unsere Bücher findet ihr in jeder Buchhandlung und wir verlinken sie nochmal unten in der Infobox. Merry Christmas! Ich finde, irgendwer könnte hier noch einen weihnachtlichen Schal umhängen. Wir können ihn noch gemeinsam tragen. Ablenkungsmanöver! Okay, das ist echt nicht nötig. Ein Alien mit Weihnachtsmütze? Vielleicht kommt ja jemand anders drauf, was es sein soll. Vielleicht sieht man es erst, wenn man es wendet. Lässt du mich mit meinem Schal jetzt alleine? Ich brauche den nicht, ich muss mich hier konzentrieren. Wenn man es wendet, ist vielleicht alles wieder gut. Ich hoffe es. Die Sache ist die, es wird selten besser nach dem Umdrehen. Eher schlechter. Oh, 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 oh. Die Zeit ist vorbei. Ich muss es wenden. Achtung. 3, 2, 1. Wow. Kannst du es jetzt erkennen? Leute, schreibt mal in die Kommentare. Habt ihr es erkannt? Das ist der Grinch. Aber hat der nicht so eine Nase? Nein, der Grinch doch nicht. Das Mädchen hat die Nase. Ich finde, das Lächeln ist sehr verräterisch und das spricht für den Grinch. Und die Augen und der Blick. Also, alles davon ist grinchy. Ich weiß ja nicht, was du hast. Ich bin stolz auf ihn. Jeder, der jetzt draufgekommen ist, dass das der Grinch war, der kann schon mal jetzt #TeamWiki in die Kommentare schreiben. Hallo, wir verstehen uns. Aber deswegen ist mein Erdmännchen trotzdem süßer. Dein Erdmännchen? Ja, du hast ein tolles Erdmännchen gemacht. Was? Hier, hast du Öl? Okay. Seid ihr eigentlich bereit? Bist du bereit? Nein, irgendwie noch nicht. Also ich fange jetzt an. Schlechter Start. Wird das Käse? Hä, das erkennt man voll. Lüg halt nicht. Ein Socken. Oh, es ist noch gar nicht auf. Bist du soweit? Bin soweit. Oh, 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 oh. Ich kann es nicht stoppen. Finger drunter, wenn du es stoppen willst. Stoppen! Weißt du, das ist nicht irgendein Socken. Das ist mein Socken. Lecker. Guck mal. Ach, deswegen musste ich kurz die Augen zumachen. Das finde ich sehr kreativ. Dankeschön. Hey, was machst du denn? Das weiß ich ja noch nicht mal. Oh, es ist aus. Was, wie ist aus? Ja, ist doch kein Stress. Bei meinem ersten Motiv bekomme ich kein Öl. Bei meinem zweiten Motiv bekomme ich keine Hitze. Das ist Manipulation. Irgendwie muss ich mir zu helfen wissen. Ich habe ihn. Er gefällt mir immer besser. Ich weiß, was ich mache. Es ist nichts aus dem Internet. Es ist was aus dem Regal. Ich habe deinen Blick gesehen. Ist es weird, wenn ich Hunger auf einen Socken bekomme? Hier. Mit Käsearoma. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich habe nicht dran gerochen, aber ich kann es mir denken. Oh, cute. Ich habe nicht viel zu verlieren. Ich mache jetzt so ein richtig krasses Motiv. Falls ihr vor diesem Video nicht wusstet, was die Pancake Art Challenge ist, habt ihr es jetzt verstanden, oder? Wir haben leider vergessen, es zu erklären. Stimmst du auch mit mich? Nö, ich ziehe in den Kampf. Spürt ihr diese Aggression? Ich spür's auch. Ein Zug! Ein Bett? Wieso macht sie ein Bett? Das verstehe ich nicht. Soll ich neu anfangen? Nein, das darf man nicht. Wie, das darf man nicht? Darf man nicht. Ich hab's aber ruiniert, das ist falsch. Was wird es denn? Aber wieso ist der Weihnachtsmann im Bett? Das ist Elf on the Shelf. Können wir an dieser Stelle ganz cool neue Weihnachtsdeko appreciaten? Schön. Toll. Ich mache noch eine Aufnahme, ein Porträt, ja? Hey, wieso hast du es denn nicht gleich so gemacht? Fertig. Das ist halt wahre Kunst. Der Shelfie, der kann schon gewendet werden. Hilfe! Ups. Aber es ist nicht kaputt geworden. Noch nicht. Er ist gesichtslos. Oh, haben das alle gesehen? Sarina hat ihm gerade den Hals abgerissen. Und das sagst du, ich mache Manipulation? Hier, knack, abgerissen. Das war unabsichtlich. Das war sowas von geplant. Du wolltest dich rächen. Kann ich den Kopf essen? Der gehört dazu, kann man nicht essen. Ich würde den Kopf aber sehr gerne essen. Aber ich sag's dir gleich, ne? Er ist verflucht. Okay, dann nicht. Man sieht doch eindeutig, dass die alle verflucht sind. Oh, das ist gut. Du kannst den kleinen Kopf essen. Cool, ich darf den essen. Hast du jetzt Angst? Also, der ist verflucht. Ich will auch die Hälfte probieren. Sind wir gemeinsam verflucht? Wenn das nicht Kunst ist. Na, was sagt ihr? Wenn ihr für mein Lebkuchenmännchen namens Erdmännchen und den originalgetreuen Socken von meinem Fuß seid, dann stimmt für mich. Hashtag Team Sarina. Und wenn ihr wahre Kunst bevorzugt, verfluchte Kunst, dann stimmt Hashtag Team Vicky, weil ich bin cooler. Danke fürs Zusehen von diesem chaotischen Video. Nächstes Mal wird's besser. Und ich esse jetzt den Grinch. Tschüss. Tschüss. Das war wirklich etwas chaotisch. Ich bin noch ganz schwummrig.